Salve a tutti. Wir haben 17.38 Uhr an diesem wunderschönen 21. Juli. Ich hoffe, ihr habt auch wenigstens ein bisschen Sonne. Endlich mal kein Regen. Das ist der DAX hier. Und das waren schon mal ein paar heftige Tage jetzt seit Montag, muss ich wirklich sagen. Dass der runterrauscht nach der 15.300, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Dass er auch wieder ranläuft an die 15.300, das habe ich auch verstanden. Ja, so Back to Breakout sehen wir gleich in 4 und 1 Stunde nochmal. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass er komplett den Montag mehr oder weniger wieder einholt. Jetzt ist hier die Frage. Auf Xetra war der Tiefkurs 15.476. Mal schauen, 15.476, da sind wir hier. Und das haben wir jetzt noch nicht ganz gesehen. Der Schlusskurs war aber 15.540. Da sind wir ein bisschen über der 10-Tage-Linie. Der eine nimmt den Chart von 8 bis 22 Uhr, der andere von 8 bis 17.30 Uhr. Der nächste, das bin ich, 9 Uhr bis 17.36 Uhr. Also bei so Gaps orientiere ich mich gern an den Xetra-Kursen. Tja, und das waren die Xetra-Kurse eben. Für mich gilt das Gap erst dann geschlossen, wenn der Schlusskurs zu ist. Aber das ist eine Glaubensfrage, das muss jeder für sich beantworten. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir das hier so anschaue, die Bänder sind ja heftig aufgegangen, aber diese schnelle Gegenbewegung jetzt hier, das hat ja nur 2 Tage dann gedauert, geht das obere schon wieder in die Horizontale. Das heißt, dass der Bewegung entgegengesetzte Band, dieses hier, sollte morgen eigentlich schon wieder die Richtung nach unten antreten. Da müssten beide wieder etwas zusammenlaufen. Das heißt dann entweder Seitwärtsphase oder leicht korrektiv. Ich tendiere zu dem leicht korrektiv. Ich glaube, wir sehen nochmal die 20-Tage-Linie, die Mitte der Bänder. Und da liegen wir auch ziemlich genau an dieser, also das jetzt bei 15.272, wird ein bisschen fallen, weil hier vorne ein paar Kurse wegfallen, wird ein bisschen fallen und ich möchte mir das schon gut vorstellen, dass wir eine 15.540 sehen. Hier wird es auch ganz, ganz leicht zaghaft positiv. Und wir sind tief über den Oszillator. Es ist kein Kaufsignal. Ich hätte ihn gern lieber drunter gehabt. Ich hätte den ganzen Markt gern lieber ein bisschen runter gehabt. Einmal wenigstens die 14.800 ausschöpfen. Aber den Gefallen hat er mir dann auch nicht getan. Und Börse ist kein Wunschkonzert. Von daher, wir sind jetzt wieder in dieser lästigen Seitwärtsphase. Wir haben sie einmal nach unten rausgenommen. Gucken wir mal auf 4 Stunden. Auf 4 Stunden werden seine Mühen dahingehend belohnt, dass die ganze Technik ist schon wieder relativ hoch. Das heißt aber nicht, dass der noch ein bisschen weiter steigen kann. Der Schlusskurs heute ist 15.422. Es ist eigentlich alles gestiegen im DAX, bis auf Merck ein bisschen runter und natürlich die SAP. Und das ist das, was ich zu schwierig fand heute. SAP waren in der Spitze, waren das 70 Punkte, was das im DAX ausgemacht hat. Nochmal 1 Euro in SAP, so ganz grob 11 Punkte im Index. Ja, und das war schon mal ein Wort heute, was die da gemacht haben. Hätten die unverändert geschlossen, wären wir 70 Punkte höher gewesen. 4 Stunden, ja, auch ordentlich runter. Hier sieht man auch nochmal schön den Bruch von der 15.300, dann die Akzeleration nochmal nach unten. Wir haben uns dann hier stabilisiert, auch hier, Band auf, das obere geht runter. Also das der Bewegung entgegengesetzte geht runter, bei 4 Stunden kann man da ganz gut drauf schauen. Und dann war es das erstmal, dann kommt die korrektive Phase. Hier über den 20er gleitenden Durchschnitt, aber nochmal, also ich denke das 61er Retracement, wir sind momentan ziemlich genau beim 50er, das 61er Retracement bei 15.518 ist eigentlich schon Pflicht. Aber ich glaube trotzdem, dass wir diese 15.540 sehen und da muss man einfach mal weiter überlegen. Ich kaufe diese 100 Punkte jetzt den Index nicht. Ich habe 2 Trades gemacht im Index, ansonsten bin ich nur bei den Einzelwerten dabei. Also von der 4-Stunden-Technik noch weiter, alles in Ordnung, alles fein. Der hat noch ein bisschen Drehzahl, kann auch weiter steigen. Ich habe kein griffiges Verkaufssignal, ich gehe hier nicht short. Dann 60 Minuten. Muss das mal ein bisschen höher machen. Hier sieht man das auch ganz gut mit dem Band, wobei ich bei der Stunde nicht so sehr auf die Bollinger Bänder achte. Ich bevorzuge eigentlich so 4 Stunden und natürlich Tag und Woche und so. Aber 1 Stunde, ich gucke da mal drauf, bei so heftigen Bewegungen kann das eine Hilfe sein. Hier war es gar nicht so schlecht, ja, da war es dann hier,
hat das obere gedreht und dann kam es ein bisschen seitwärts, um dann weiter zu steigen. Aber wie gesagt, das 4-Stunden-Band ist mir schon wichtiger. Auch hier, die Technik ist nicht hoch, sie ist nach wie vor positiv auf jede erdenkliche Art und Weise, modern, traditionell. Der Oszillator gilt als hoch ohne Verkaufssignal. Hier sind die gleichen Fibo-Zahlen drin wie eben. Das ist ein 200er gleitender Durchschnitt auf 60 Minuten gerechnet. Ja, gucke ich jetzt nicht so drauf. Aber auch hier denke ich, der hat noch Platz nach oben. Und wenn die SAP ein bisschen mitspielen sollten, heute waren es ja mal die Banken, die ganz schön kamen, auch sowas wie Siemens Energy mal wieder, wobei die nicht so einen großen Einfluss haben. Aber angefangen jetzt mal Eurostoxx, Santander und Deutsche Bank, das war gar nicht so verkehrt, was die heute gemacht haben. Deutsche Bank waren ja 4,5%. Also ich glaube nach wie vor, wir haben die Möglichkeit hier, wer Short gehen will, kann noch warten. Da muss man sich, glaube ich, nicht nennenswert beeilen. Ich habe Scheine mitgebracht. Und zwar diesen hier, das sind 14.916er. Ich gehe mal zurück auf 4 Stunden, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Wir waren im Tief bei 15.046 und diese 14.916, die liegen ungefähr hier unter dem unteren 4-Stunden-Band. Das kann man machen, wenn man noch der Meinung ist, dass der hier noch die 100 Punkte, 120 Punkte nach oben rausnimmt. Das kann man machen, aber der muss auf jeden Fall gestoppt werden, wenn wir die 15.000 und sagen wir mal 25 unterbieten. Da muss der raus. Der 14.916er, das ist ein Open-End-Schein von Goldman, hat einen Hebel von 21. Das ist eine absolut okay Option. Und die Kennnummer GH66VY. GH, ich gucke nochmal mit der Brille, GH66VY. Vom Short her. Das ist also einer, den ich mir auf die Watchlist packe, wenn wir wirklich diesen Bereich von 15.540 sehen. Dann will ich den haben. Und den lege ich also auch relativ knapp dahinter. Da ist nichts mit 20er Hebel, da bin ich dann schon so bei so einem 40er. Und das würde dann sehr sicher, ja, der ist mir sogar schon fast zu weit weg. 16.020er, das ist ein 40er Hebel mit der Kennnummer GH33VM. Legen wir sie ganz hier oben im Chart. Ja, aber da werde ich gucken, je nachdem, wie der sich hier verhält, in diesem Bereich 15.540, möchte ich das mal anschauen, wenn er da einfach stockt, nicht weiterkommt, kein Volumen reinkommt, dann gehe ich wahrscheinlich auch eine Etage tiefer im Bereich 15.900, einfach um den Hebel ein bisschen zu erhöhen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.